Gelder Schmiede. Hier links können Sie nochmal die schöne Aussicht genießen über den sogenannten Langen Berg. Von rechts angefangen Haschdorf, Wilmersdorf und Gimmersdorf. Ganz links liegt Großbreitenbach und dahinter Neustadt am Rennsteig. Vorne geradeaus, oben auf dem Berg, liegt dann Oberhain. Und weiter links, wenn die Bäume vorbei sind, da sieht man dann auch noch Barrigau. Und dazwischen den Barrigauer Turm ist ein Aussichtsturm mit Gaststätte. Unsere Strecke ist ja insgesamt 1380 Meter lang. Wir überwinden einen Höhenunterschied von 323 Metern. Die Fahrzeit beträgt 15 Minuten und wir fahren mit einer Streckengeschwindigkeit von 1,6 Metern pro Sekunde. Das sind umgerechnet 5,7 Stundenkilometer. An einem langen Seil, was Sie hier vorne auch sehen, mit einem Durchmesser von 40 mm, hängen hier bei uns zwei unterschiedliche Fahrzeuge. Das ist zum einen die Güterbühne mit aufgesetzten Personenwagen, in denen wir uns befinden. Hinten an der Güterbühne ist unser Seil befestigt. Es verläuft über die Seilrollen hinauf zur Bergstation Lichtenhain, wird dort im Maschinenhaus umgelenkt, angetrieben oder abgebremst, kommt dann wieder auf die Strecke zurück unter unserem Fahrzeug hindurch und dort am anderen Ende hängt der stufenförmig gebaute Personenwagen, den wir dann in der Hälfte der Strecke auch gleich sehen werden. Entlang der Strecke gibt es seit 5 Jahren 8 Skulpturen. Hier vorne links kommt die sogenannte Kräuterfrau. Früher wurden hier Kräuter gesammelt, die dann zu sogenannten Olitäten verarbeitet worden sind. Kommt von Olium das Öl und ist ein Sammelbegriff für Thüringer Heilmittel. Und oben kurz hinter der Bergstation Lichtenhain stand der sogenannte Buckelapotheker. Der hat diese Olitäten dann verkauft. Das war damals ein wichtiger Erwerbszweig. Vor 5 Jahren war hier oben in Lichtenhain eine Kulturwoche gewesen. Da waren 8 Künstler vor Ort. Die hatten eine Woche Zeit, mit der Motorsäge aus Eichenstämmen diese Figuren herzustellen. Und sie sind dann entlang der Strecke offiziell eingeweiht worden. Hier auf der rechten Seite hinter der Brücke kommt dann die sogenannte Fröbelbank. Friedrich Fröbel war 1782 in Oberweisbach geboren. Er hat dann 1840 in Bad Blankenburg den ersten Kindergarten gegründet. Sein Symbol Würfel, Walze, Kugel. Das hat der Künstler zweimal geschaffen, dazwischen eine Bank und so war es die Fröbel Bank. So, vorne in Fahrtrichtung sehen wir dann schon die Ausweichstelle. Hier begegnen sich dann die beiden unterschiedlichen Fahrzeuge. Und wir fahren dann über eine sogenannte Abtsche Weiche. Diese ist feststehend, wird nicht bewegt. Funktioniert dadurch, dass wir links ein Rad mit zwei Spurbremsen haben. Das ist unser Führungsrad. Deswegen werden wir nach links geführt und rechts befindet sich eine ca. 30 cm breite Walze, sodass wir mit diesem Walzenrad bequem über diese Schienenunterbrechung und an der oberen Weiche auch über das andere Ende von unserem Seil drüber wegfahren können, ohne dass dieses beschädigt wird. So, entlang der Strecke stehen auch diese grünen Schilder mit weißen Zahlen. Das nächste Schild hier auf der rechten Seite mit oben noch 900. Das bedeutet, dass wir noch 900 Meter fahren müssen bis zur Talstation und unten drunter die 206, das sind die Höhenmeter, die wir bis zur Talstation noch überwinden müssen. Unten sind wir dann bei 340 Meter über Normalnull und oben sind wir losgefahren bei 664. So, hier vorne rechts kommt dann das Porzellanregal und Kabutka. Hier können die Teller und Tassen auch mal fliegen. Und unten drunter sind zwei Männer dargestellt, die ein großes Paket tragen. Soll darstellen, wie man vor der Bergbahn die Lasten transportiert hat.
Bahn ist genauso pünktlich wie wir, bleibt da ja nichts anderes übrig, als sie ja am anderen Ende von unserem Seil hängt. Ne? Wir ziehen jetzt die andere Bahn sogar nach oben, weil wir schwerer sind wie die andere Bahn. Das hat aber nichts mit uns persönlich zu tun, sondern der Wagen, der besteht ja aus zwei Teilen und ist immer schwerer wie die andere Bahn. Sodass bei einer Tour, wie wir jetzt fahren, immer Strom erzeugt wird, um den schweren Wagen, wenn der schwere Wagen nach unten fährt. Und bei der nächsten Tour, wenn der schwere Wagen wieder nach oben muss, dann wird Strom verbraucht, um den schweren Wagen wieder nach oben zu ziehen. So, wir haben dann die Hälfte erreicht bei 690 Metern. Hier vorne ist immer nun kein Seil mehr, aber ich kann Sie beruhigen, unser Seil befindet sich hinten am Fahrzeug und wenn trotzdem mal so ein Seil reißen sollte, dann sind natürlich Fangvorrichtungen am Fahrzeug, ähnlich wie beim Aufzug. Wir haben links Schienenzangen, die sich dann nach oben hin festziehen, auf der rechten Seite Extender, die auf die Schienenoberkante fallen. Das ganze Bremssystem ist unter dem Fahrzeug über eine Hauptauslösewelle direkt mit dem Seilzug verbunden. Sollte das Seil reißen oder durchhängen, fallen diese Bremsen automatisch und nach ca. 2 bis 4 Metern Bremse bleibt die Bahn stehen. Das Ganze wird regelmäßig überprüft, einmal im Monat von unserem Werkmeister und einmal im Jahr vom TÜV. Und so ist die Bergbahn immer im November wegen Wartungs- und TÜV-Arbeiten 3 Wochen außer Betrieb. Ansonsten fährt die Bergbahn das ganze Jahr. Vom 1. Advent bis zum 6. Januar wird die Strecke festlich geschmückt mit Weihnachtsmännern, Schneemännern, gelöschten Weihnachtsbäumchen. Und am 3. Advent, da feiern wir nochmal Advent an der Bergbahn. Dann fahren wir auch nochmal mit unserem Cabrio. Das Cabrio gibt es seit 2008 und ist von Mai bis Oktober bei schönem Wetter im Einsatz. Und wenn es das Wetter am 3. Advent nochmal zulässt, fahren wir dann auch nochmal mit dem Cabrio. Da gibt es dann Glühwein an Bord, um in Lichtenhain einen kleinen Weihnachtsmarkt. Und am Sonntag dann auch noch Feuerwerk im 3. Advent. So, hier vorne links kommt die Porzellina. Die tanzt in einer Kaffeetasse, hat eine Kaffeekanne oben auf dem Kopf. Und zu dem Kaffee gab es noch ein paar Sahnetörtchen und so streichelt die sich auch noch ihren Bauch. Das Porzellan ist damals hier in der Region nochmal nacherfunden worden. Da war ein Herr Macherleit beteiligt, der stammte aus Kursdorf. Und so gab es hier in der Region auch verschiedene Porzellanmanufakturen. In Kursdorf gibt es noch eine Porzellanmanufaktur K.D. Zorn, die macht erotisches Porzellan. Und unten drunter dann die sogenannte Seilschaft. Hier ist nochmal das Prinzip der Bergbahn dargestellt. Ein langes Seil, an jedem Ende eine Bahn. Genau wie im Original. Wenn wir dann hier hinter der Kurve sind, können wir dann auch schon die Talstation Obstsellerschmiede sehen. Hier haben Sie gleich Anschluss. Wer weiterfahren möchte, nach rechts Richtung Sitzendorf, Schwarzburg, Bechte, Trippstein und Rottenbach. In Rottenbach kann man sitzen bleiben, wieder mit zurückfahren, sodass man nach 70 Minuten Fahrzeit wieder hier vor Ort wäre. Alles mit derselben Fahrkarte.
Und nach links geht es dann nach Mellenbach, Mäusebach, Schwarzmühle und Katzüder. Hier braucht man 50 Minuten für die Hin- und Rückfahrt. Und die Bergbahn fährt alle halbe Stunde wieder nach oben, immer zur vollen und zur halben Stunde. Das Ganze bis heute Abend 20 Uhr. Hier unten sind dann noch zwei getrennte Einfahrgleise. Wir fahren geradeaus Richtung Drehscheibe. Hier konnten die Güterwagen runtergeschoben, gedreht und nach links über den Anschlussgleis zur normalen Eisenbahnstrecke überführt werden. Ist auch heute noch voll funktionsfähig und wird noch genutzt für die elektrischen Triebwagen oben von der Flachstrecke. Und die andere Bahn fährt dann rechts ins Häuschen rein. Rechts gibt es noch einen kleinen Souvenirladen, eine Gaststätte und einen Imbiss. Und heute ab 16 Uhr ist auch Après-Ski-Party. Da gibt es dann auch Bratwurst von Rost, musikalische Unterhaltung. So, ich bedanke mich dann bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche einen angenehmen Aufenthalt sowie gute Weiterfahrt. Danke. Dankeschön. Das ist hier. Ja, 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 das ist hier.